Die Reinigung der Abwässer erfolgt dort meist in 3 Stufen. Eine mechanische Stufe, eine biologische Stufe und eine chemische Stufe. Am Beginn der mechanischen Klärung werden mit einem Rechen grobe Verunreinigungen und Gegenstände aus dem Wasser entnommen. In weiteren Stufen der mechanischen Reinigung werden grobe Materialien wie Kies und feine Teilchen, die sich am Boden absetzen, entfernt. Andere Schwebeteilchen an der Oberfläche, wie Fette, werden abgesondert. In der biologischen Stufe der Reinigung von Abwasser macht man sich Kleinstlebewesen und Bakterien zunutze, die organische Stoffe im Abwasser als Nahrung aufnehmen. Sichtbar entstehen Schlammflocken, die zu Boden sinken und sich als Klärschlamm absetzen. Diese Biomasse kann dann aus dem Wasser entfernt werden. Nach diesen Klärstufen ist das Abwasser bereits wieder zu 90% gereinigt. Da aber auch chemische Stoffe, wie beispielsweise Phosphor, im Abwasser sind, müssen zusätzlich chemische Verfahren zur Klärung angewendet werden. Dazu wird dem Wasser unter starker Durchmischung eine Chemikalienlösung zugesetzt. Diese verbindet sich mit den chemischen Stoffen im Abwasser und kann sich als Schlamm absetzen. Nachdem das Abwasser alle 3 Klärstufen durchlaufen hat, kann es wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt und beispielsweise in einen Fluss eingeleitet werden. Daher ist die Klärung von Abwasser auch aktiver Gewässerschutz. Seit Abwässer konsequent geklärt werden, hat sich die Qualität des Wassers in Flüssen und Seen in den letzten Jahrzehnten stark erholt und verbessert.